Hallo und herzlich willkommen zum AndroGold EU Development Tutorial. In diesem Tutorial geht es darum, seine eigenen Apps für das Android-Betriebssystem zu schreiben. Alles gibt es nochmal auf androgold.eu zum Nachlesen. Hier im ersten Teil geht es jetzt erstmal darum, welche Software benötigt wird und wie man diese einrichtet. Fangen wir als erstes mal mit der IDE an. Dafür verwenden wir in diesen Tutorials Eclipse. Diese bekommt man kostenlos unter eclipse.org im Download-Bereich. Dort laden wir uns die 170 MB große Datei Eclipse Classic runter, wahlweise für Windows in 32-Bit oder für Windows in 64-Bit. Neben Eclipse brauchen wir noch das Android-SDK. Dieses gibt es auf developer.android.com. Die ganzen Links sind entweder im Kommentar unter dem Video oder auf androgold.eu zum Nachlesen. Nachdem wir die zwei Dateien heruntergeladen haben und installiert haben, können wir diese nun starten und einrichten. Fangen wir als erstes mal mit Eclipse an. Als erstes fragt Eclipse nach einem Workspace. Der Workspace ist der Ordner, wo nachher alle Projekte abgespeichert werden sollen. Diese Frage kann man beim Starten auch deaktivieren. Eclipse selbst ist ziemlich simpel aufgebaut. Im linken Teil haben wir den Package Explorer. Der Package Explorer listet alle Projekte auf, die man in seinem Workspace drin hat. Man kann diese jederzeit öffnen, schließen und dort nachher die Dateien einsehen. Aber dazu kommen wir später noch. Wichtig für uns später wird auch hier unten der Problems-Tab sein. Während man Quellcode schreibt, werden diese automatisch auf Fehlern überprüft. Sollten Fehler auftreten, kann man diese hier unten im Problems-Tab einsehen. In dieser noch großen grauen Fläche werden wir nachher unseren Quellcode schreiben. Eclipse kann aber nicht von Haus aus Android-Apps kompilieren, also müssen wir noch ein Plugin installieren. Dazu klicken wir oben auf Help und Install New Software. Jetzt müssen wir eine URL eingeben. Dazu nehmen wir die Android Eclipse Download URL von Google. Diese ist nicht standardmäßig hier in der Liste und steht ebenfalls auf androgold.eu im Tutorial oder unter diesem Video im Kommentar. Hier wählen wir die Kategorie Developer Tools aus. Klicken auf Next. Sehen jetzt nochmal, welche Pakete alle installiert werden. Da diese keine besonderen Abhängigkeiten haben oder diese schon bei mir installiert sind, werden nur diese drei Pakete angezeigt. Also klicken wir wieder auf Next. Jetzt müssen wir die Lizenzen akzeptieren. So werden hier die ganzen Lizenzen aufgelistet und man kann hier sagen I accept. Jetzt klicken wir abschließend noch auf Finish und sehen, wie die Software installiert wird. Dies dürfte nicht sonderlich lange dauern. Jetzt werden wir gewarnt, dass wir nicht signierte Software installieren wollen. Dies bestätigen wir einfach mit einem Klick auf OK. Und fertig. Eclipse kann jetzt nach einem Neustart Android Apps kompilieren. So, das war's jetzt mit Eclipse. Gehen wir mal weiter zum Android SDK. Ja, die Updates mache ich jetzt nicht. Das Android SDK stellt Virtual Devices bereit. Virtual Devices sind halt virtuelle Android Smartphones. Nachher, wenn wir in Eclipse unser Programm schreiben, wollen wir es ja nicht jedes Mal kompilieren und auf unser Smartphone ziehen, um es zu testen. Dafür gibt es das Android SDK. Wenn man nachher in Eclipse auf Run klickt, wird die virtuelle Maschine geladen und die App dort drauf installiert. Und man kann sie problemlos testen. Um ein Virtual Device zu erstellen, klicken wir einfach auf den Button New. Geben einen Namen ein und als Target halt das Android-Betriebssystem, was wir benötigen.
Wir nehmen jetzt auf mal Android 2.3. Unter SD-Card können wir bei Size die Größe der SD-Card auswählen. Wir nehmen jetzt auf einmal 50.000 MB. Oder wir wählen eine Datei aus. Als Skin können wir jetzt eine Display-Resolution auswählen. Oder halt eine nach unserem Belieben eingeben. Unter Hardware können wir die Hardware der virtuellen Maschine bearbeiten. Dazu gehen wir einfach auf New und fügen was hinzu, zum Beispiel den SD-Card-Support. Dann nehmen wir jetzt beispielsweise noch Cache-Partitionengröße und setzen die von 66 MB auf 128 MB hoch. Nehmen jetzt nochmal den Battery-Support. Audio-Playback-Support wäre auch nicht schlecht. Da muss man sich dann halt das zusammenklicken, wie man es braucht. Jetzt klickt man einfach nur noch auf Create AVD. Es dauert dann eine Zeit und das virtuelle Device wird erstellt. Danach haben wir es hier in der Liste drin und können mit einem Klick auf Start dieses starten. Das dauert jetzt ein bisschen. Das Android in dieser Virtual Machine, egal wie schnell das Host-System ist, ist irgendwie ein bisschen langsam. Also nicht irritieren lassen, wenn man da was testet und das reagiert ein bisschen langsam. So. Und da ist es auch schon gebootet. Jetzt können wir hier natürlich, falls wir unsere Apps geschrieben haben, diese testen. Nehmen wir jetzt einfach mal meine Hello World App. Ja. Oder halt das Android-System generell ausprobieren. Zum Schließen fahren wir es entweder herunter oder schließen einfach die AVD. Ja, und das war's auch schon zum ersten Teil des Tutorials. Wir sehen uns dann wieder im zweiten Teil und bis dahin sage ich dann erstmal Tschüss und viel Spaß beim Einrichten von Eclipse und vom Android SDK.